Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chaos auf Deponia oder Deponia 2, damit wollte ich jetzt eigentlich anfangen, mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, der hier immer noch rumstottert. Wir müssen irgendwie hinbekommen. Naja, ich fasse nochmal zusammen. Oh, jetzt wollte ich gerade wieder niesen. Ich habe heute schon 1000 Mal genießt, ich weiß nicht. Vielleicht kündigt sich da wieder was an. Mal schauen. Also in der letzten Folge haben wir ja mit Datasetten besorgt, sind damit zu Doc gegangen und haben Ghoul wieder erweckt. Und mit dem Erfolg, dass wir jetzt 3 Datasetten haben und auf jeder befindet sich ein Teil der Persönlichkeit von Ghoul. Und jetzt sprechen wir wohl gerade mit der freundlicheren oder vielleicht naiveren von den dreien und sind hier natürlich in der Kneipe. Mit dem kann ich mich, glaube ich, auch noch unterhalten. Das habe ich noch nicht getan. Und wir müssen sie jetzt bewegen, zu Doc mitzukommen. Wir hatten sie schon fast so weit. Aber dann hat Rufus wieder zu viel dummes Zeug geplappert. Das guckt übrigens durch. Ich frage jetzt mal was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Genau. Hui. Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Wie Janosch. Puh, wer ist Janosch? Muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar. Ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Gut, dann wollen wir mal fragen, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Ja, die anderen Fragen hatten wir schon. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. So, hier haben wir aber nichts weiter Neues, ne? Cool, Gulliver, gut. Wir unterhalten uns mal mit... Das ist doch einer von den Typen, die ich muss... Das wissen wir schon. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung. Wo ist dein Kumpel? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Aha. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Aha. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Ha, ha. Sehr lustig. Fand ich auch. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Das stimmt. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler, ich bin unverwüstlich, ich bin unglaublich lästig. Ich bin ein guter Zuhörer. Oh, mir juckt das Auge, Entschuldigung. Ich bin ein begabter Bastler. So, woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Stimmt. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen... Ja, das kennen wir schon. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht...
gut. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr. Herr der Schallwellen. Aber Rufus. Meine Geschichte. Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Rufus, du bist so eine Pfeife. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Also was für Rufus? Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Das schaffe ich noch. Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Aha. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Hallo, Bozo. Sowas noch was Neues? Ah, Rufus. Was liegt an? Wie sie guckt. Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so... Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Genau. Bis später. Verlauf dich nicht. Ich frag nochmal Gulliver. Ha. Ah, du schon wieder. Genau. Willst du jetzt endlich was bestellen? Was gibt es noch alles zu sehen? Wie war das mit den Schnabeltierkämpfen? Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Wie war das gleich? Das war's fürs Erste? Das, ja, das war's fürs schon, Erste. Das haben wir schon durch. Okay. Bis später. Komm wieder. So. Gibt's hier noch was von Alex? Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Sag mal. Oh, sole mio. Mir fällt da gerade was auf. Ich muss mal was probieren. Mal gucken, ob das nochmal geht. Ancora? Stupido! Stupido, ganzo idiota! Ach ja. Kann ich das? Da kann ich nur angucken, ein ne? Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. So. Können wir den abbauen? Es ist schwer zu glauben, aber er singt wirklich nach Noten. Ja, können wir nichts anderes machen. Okay. Nein, bleibt doch hier stehen. Was haben wir denn jetzt noch? Ich zum Unterschlupf. Wir gehen mal zum Marktplatz. Hier sind ja noch mehr interessante Gestalten, aber wo finden wir jetzt den Unterschlupf? Ach, wisst ihr was? Ich könnte ja auch mal die anderen Ghouls ausprobieren. Was mache ich denn hier eigentlich? Wir gehen noch mal rein in die Spielhütte. Da war das. So. So sollst du tun. Krawallgol, Ladygol. Nehmen wir die Krawallgol. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Ja, wir können tatsächlich du, mit dir was reden. Was willst du? Du musst mit zum Doc kommen.
Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine... Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Was? Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst... Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv, nerv, nerv. Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus. Ach... Mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar. Verstanden? Oh. Die passen beide gut zusammen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch? Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha, wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich dir zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Mist. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst. Um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasie. Oh. Noch mehr Fragen. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Dein Mund sagt nein. Aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Map. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du... Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi.
Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Also, wir fragen die jetzt alle durch. Ich muss es ja machen, denke ich mal. Das ist Babygol, Ladygol. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Ach du Scheiße. Ja. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Hat ja, man. Aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Rufus. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Nee. Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay. Nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Komm doch bitte einfach mit. Ich versuche das erstmal so. Nein. Und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Wir brauchen was anderes zu essen. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Wir reden mal mit Boso. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? Oh Mann, in keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Die Frau vom Waffenladen. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja,
Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Ja, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Ach, so. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich weiß nicht, ich frage erst mal das. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Hm. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegal. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal, ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ja, Ruhe, das ist nun vorbei. Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Oh. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Garten. Brandschatzen, Kiel. Oh, Entschuldigung, ich habe auf den Maus getroffen. Kreuzigungen. Na, verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und bestimmt medizinischen. Schon ja, klar, sowieso. Du alter Haudegen. Der arme Boso, der tut mir so leid. Der geht tatsächlich dahin. Oh, ich wollte das jetzt nehmen. Kann ich nicht, ne? Halt. Olivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Okay, ich komme hier nicht raus aus der Bar. Hier den, das war der Spieler hier, ne? Na, vielleicht sollte ich den auch nochmal fragen. Nachdem man hier ja rum ist, ergeben sich ja mitunter neue Möglichkeiten. Gulliver, du bist ein Schwein. Ja, aber das reicht erstmal wieder für heute. Wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.